Hallöchen und willkommen auf Panico Centurio mit einer neuen Reihe. Und zwar geht es diesmal um Handy-Apps. Wir spielen heute das Spiel Alien Creeps. Das ist ein kleines Tower Defense Games. Und das ist zumindest mal im Google Play Store verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Apple Store verfügbar ist, aber ich benutze auch kein Apple, ehrlich gesagt. Good. Ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, als erstes, willkommen zur Terra Shield Initiative, Kommandant, ne, sagt hier der Kollege irgendwas. Du kommst gerade rechtzeitig, wir werden von Alien Creeps angegriffen. Oh. Wir brauchen dich, um unsere Verteidigung aufzustellen. Tippe auf ein Turmfeld. Gut, dann tippen wir mal auf ein Turmfeld und bauen einen MG MK1, ein Maschinengewehr, perfekt zum Töten von Kanonenfutter. Und aktivieren wir das mal. Gut. MG-Türme teilen schnellen Schaden aus. Okay, gut. Jeder getötete Creep gibt uns Energie. Setz Energie ein, um einen weiteren Turm zu bauen. Hier ist aber Beeilung. Hallo, der da? Große Truppen. Große Gruppe im Anmarsch. Ah, gut, da hinten steht noch einer. Gut, 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 gut. Da würde ich sagen, bauen wir einen Raketenturm. Gut. Der kostet 150 Energie und dann kaufen wir den. Bauen wir den mal. Und der macht dann wohl. Au. Ja, der macht dann AOE-Schaden, hab ich mir schon gedacht. Invasion aus dem Norden. Au, oh, jetzt kommen sie sogar schon von da oben. Sieht so aus, als könntest du einen Hit gebrauchen, Kommandant. That was she said. Flak, mein Name. Ich bin hier. Ich bin ihr Mann im Feld. Echt? Wo denn? Ah, okay. Lol. Habe ich 4000 und 3, 4 Gold. Ärger im Süden. Zeigen wir es ihnen. Tippe, um mich auszuwählen. Let's go. Granate! Fire in the hole! Was schießt denn der? Mit einem Laser? Mit einem Lasergewehr? Ist das Granatwerfer oder sowas? Ist das alles, was ihr drauf habt? Ich hab noch gar nicht richtig angefangen! Sagt ein komischer Alien. Wer zum Teufel bist du? Ich bin Emperor Razo, Erdling. Ich finde dein fehlendes Wissen über den größten Herrscher der Galaxie sehr beleidigend. Wenn du meinen Truppen begegnet bist, wirst du dir wünschen, mehr Respekt gezeigt zu haben. Lol. Okay. Holen wir den Testerturm raus. Okay. Ziehen wir den mal darüber. Das sollte die Creeps vorübergehend aufhalten. Schnell bau einen weiteren Turm. MG-Turm. Ja, noch einer. Und Raketenturm. Sprengen. Raketen verursachen Flächenschaden bei Bodeneinheiten. Noch ein vorzulesen. Eliminiere alle restlichen Creeps. Oh, jetzt kommen sie aus dem Süden. Und aus dem Westen. Und aus dem Norden. Oh, wie das ruckelt, ey. Okay. Also das mit dem Ruckeln, da muss ich mal gucken, ob da. Ich glaube, nee, sieht nicht, dass ich da was ändern kann, aber. Ja, mal gucken. Aber ich würde sagen, Victory! Alle Feinde eliminiert! Hervorragende Arbeit, Kommandant. Fortfahren. Sterne werden für das Geschützen deiner Leben vergeben. Münzen verstärken deine Türme. Verstärken deine Türme. Erhalte sie in jedem Level, indem du Sterne verdienst. 3 Sterne. Hey! Ah, fortfahren. Gut. Für einige Turm-Upgrades müssen. Gut. Gute Arbeit, Kommandant. Oh, ich bin übrigens Tessa Townsend. Doch alle nennen mich Sparks. Ich bin deine leitende Ingenieurin. Wir verwenden die Münzen, die du sammelst, um deine Creep-Beseitigungstechnik einsatzbereit zu halten. Ich schlage vor, wir beginnen mit dem Kauf von Leuchtspurgeschossen für Maschinengewehrtürme. Ei, dann. Auf wie geht's? Gehen wir mal zu den Upgrades. Maschinengewehr. Und Suchgeschosse.
Pinker. Kann ich nicht immer. 10% mehr Damage. Mach dieses Upgrade direkt für die nächste Mission bereit. Mach ich. Die kritische Trefferchance. 10%. Schließen wir das alles mal. Alles klar, es liegen Berichte vor, dass ein Alien-Landeschiff auf dem Weg hierher ist. Oh, oh, dieses Upgrade kam gerade rechtzeitig, Kommandant. Kein Zweifel, das Schiff ist voller Creeps. Verteidige unsere Flottenbasis um jeden Preis. Kampagne. Kontiki-Bucht. Kommandant, der schlimmste Albtraum unserer Zivilisation ist wahr geworden. Außerirdische Streitkräfte sind auf unserem Planeten eingefallen. Ausrufezeichen, Leerzeile. Wir können zwar technisch mit den Aliens nicht mithalten, aber sie sind unsere überlegenen Ausbildung und unser Erfindungsgeist geschlagen. Mist. Aber Mist, wir können zwar technisch nicht an, aber sie mit unseren... schlagen. Okay. Verteidigen Sie die Flottenbasis und zeigen Sie diesen Creeps, dass man sich nicht mit der Erde anlegt. Oh, hier kann man eine Kampagne wieder haben, dass sie gerade mal... Wähle einen Held. Ja, ich habe nur Flag. Stufe 1. Rüstung reproduziert. Okay. So schnell kann ich gar nicht lesen. Was ist das denn? Bauen wir einen Infanterieturm. Entsendet Infanterie, die Bodeneinheit aufhalten kann. Das mit Sicherheit. Genau. Die stehen dann da oben. Das doppelt auf den Marker tippen, um zu beginnen. Durch den vorzeitigen Start von Wellen erhältst du zusätzliche Energie. Aha. Boah, wie geil der schießt, ey. Sehe ich eigentlich auch, wann der einen Crit macht? Nicht. Da kann ich nochmal die Welle vorne dran starten, um zusätzliche Energie zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich es machen sollte, so wie das hier gerade aussieht. Haben wir 9 extra Energie bekommen. Diese blauen Creeps haben Schilde. Raketen und Kugeln richten weniger Schaden an. Wir brauchen die Kraft des Laserturms. Verkaufen wir einen Turm und schaffen dafür Platz. Kriegen wir 60 zurück. Und stellen einen Laserturm aus. Ein Laser MK1. Feuert schilddurchdringende Laserstrahlen ab. Brrr. Und verlangen Creeps auch noch. Was ein Tier. Was kommt denn da? 15, 6 und 4. Okay. Schaffen wir das überhaupt? Das ist die Frage. That's the question. Final Wave. Oh. Also da kommen... Die regenerieren sich und da kommen ab und zu immer mal wieder... Welche raus. Ja. Der Tesselturm ist jetzt einsatzfähig. Und ich soll den dorthin machen? Nein, quäß ja nicht mehr. Machen wir da. Ach so. Okay, der macht also alles platt, was im Moment wohl in der Nähe ist, oder? Scheinbar. Oder auf dem Spielfeld generell, weiß ich jetzt nicht. Krillin! Okay, also die blauen geben Schild. Die normalen roten, das sind aber nur so, Fußsoldaten, ne? Ja, komm, sterben. Oh nein, mein Held ist tot. Was ist jetzt mein? Ist das jetzt schlimm? Hallo? Mayday! Okay, der ist nicht schlimm. 3-Sterne-Victory! Yeah! Und scheinbar 5000 Gold extra bekommen. Kampagnenergebnisse. Helden verdienen XP, indem die Creeps töten. Verdiene genug XP, damit dein Held ein Level aufsteigt und möglicherweise ein paar tolle Fähigkeiten erhält. Fleck hat Level 2 erreicht und seine Körperrüstung freigeschaltet. Körperpanzerung reduziert Schaden durch Creeps, indem Fleck mit Körperpanzerung ausgestattet wird. Sau geil! Ich schlage vor, du erforscht als nächstes folgendes Upgrade. MGMK2, sie wird dir ein wirklich vor deinem nächsten Kampf bringen. Dann zeigen wir mal. Schaden wird durch zusätzlichen Lauf erhöht. Oh ja.
3000. Das kann ich gerade so lassen. Juwelen können verwendet werden, um die Forschung zu beschleunigen. Hier sind ein paar für den Anfang. Ey, dankeschön. Als weitere Juwelen im Geschäft. Ja, gegen Cash, ne? Die Creeps überrennen die Basis bei der Serpentinenmine. Wenn wir dort verlieren, verlieren wir einen wichtigen Schauplatz. Die Serpentine darf nicht fallen, Kommandant. Ei, Level 2. Da unsere Flottenbasis sicher ist, können wir uns um den militärischen Außenposten in der Nähe kümmern. Außerirdische Einheiten erkunden das Gebiet mit etwas, das unsere Scanner als nicht-organische Lebensform ansehen. Toll. Vernichten Sie sie, bevor Sie zusätzliche Informationen sammeln. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal Fleck auf Stufe 2 mit. Und auf die geht's. Das da ist Ziel, das heißt, die kommen von zwei Seiten. Ah. Da kann ich den upgraden, noch mehr Schaden, kein Problem. Ah, der hat ein doppeltes Rohr, ne? Zwei Endrohre, geil. Dum, 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 dum. Ich würde sagen. Ich baue hier auch nochmal einer hin. Also ein normaler MG-Turm. Muss mal den mal auf. Damit die da schön Damage machen. Da ist ein Laser. Da baue ich dort noch einen Laser hin. Wir müssen nutzen einen Luftangriff, um die Creeps in die Luft zu jagen. Nutze einen Luftangriff. Okay. Noobs down. Das lädt aber schnell auf. Den schicke ich mal dahin. Damit hier die noch ein bisschen mithelfen können. Ach, das sind die nicht organischen, das sind nämlich die Drohnen. Machen wir da mal einen Raketenwerfer. Diese Creeps fallen zu schnell ein. Wir können sie mit einer Kryptobombe stoppen. Ach du. Meine Güte, wie das hier ruckelt. WTF, was ist denn da los? Boah, da muss ich mal gucken, ob da irgendwas hier mit da los geht. Das muss ich ändern hier. Das ist ein bisschen. Also muss ich mal gucken, ob ich das ändern kann, weil das ist schon ein bisschen. Ach scheiße, wie ich es machen kann. Mann, ich brauche 90 Energie. Ich brauche Energie! Mit dem Tesla-Turm. Jetzt noch nicht. Boah, die fallen wie die Fliegen hier. Easy going. Komm, sammeln noch ein paar. Der Turm stand aber vorhin noch. Ach, den hab ich gerade. Ah, echt jetzt. Dämlich. Soll ich das nehmen? Komm, nehme ich. Oh, für den letzten hat es gekillt. Und 3 Sterne Victory, 5500 gerundet. Ey, amazing. Flag. Bekommt 31 nur. Ach ja, komm, was killt schon, ne? Mal los. Du hast erfolgreiche Arbeit geleistet. Für solches Können gewähren wir Belohnungen. Wähle im Optionsmenü Erfolge aus und tippe auf Einsammeln. Dann gehen wir mal auf Erfolge und gehen auf 200. Glückwunsch, deine Münzen werden hinzugefügt. Ist 10. Gute Arbeit, Kommandant. Die Creeps stehen unter Druck. Oh ja. General, wir erhalten Berichte aus feindlicher Verstärkung. Nichts, Außenposten angreifen. Hilfe. Ich nehme an, dass sie wissen, dass sie verloren haben. Schlagen sie weiter zurück, Kommandant. Machen wir noch. Oh, hier laufen und so, ne? Wir haben zwar eine große Welle Creeps zurückgeschlagen, aber neuesten Meldungen zufolge entsenden sie weitere Verstärkungstruppen. Die Truppen brauchen sie, Kommandant. Unsere Spione haben neue Creeps mit Schilden gesichtet. Unsere Lasertürme verursachen den meisten Schaden. Halten Sie sich kampfbereit. Jesus, Marie. Du kannst bis zu 2 Helden in die Schlacht führen. Für diese Mission senden wir dir
und Fleck etwas Unterstützung kommandiert. Das ist Roxy, eine legendäre Scharfschützin, die die TSI von den australischen Spezialkräften rekrutiert hat. Legendär? Du machst mich ganz verlegen, General. Angenehm, Kommandant. Ein wunderbarer Tag für ein paar Zügungen, nicht wahr? Ich werde diesen Creeps die Flügel stützen, sie werden es nicht kommen sehen. Roxy ist eine Inspiration für die Truppen. Halten Sie daher nah. Was? Halte sie daher nah bei unserer Infanterie. Aha. Das heißt, die gibt. Tut von oben. Feuer. Aha. Ey, die Stufe 20. Die ist voll. Ja, ne? Voll. Sick. Geld habe ich noch. 270. Dann baue ich mal Laser und was? Achso, ich muss ja doppelt mal Laser und dann würde ich sagen, starten wir. Das wird dem einen oder anderen vielleicht dann auch auffallen. Ich werde immer relativ symmetrisch versuchen zu bauen, dass man rechts Turm ist, links Turm ist und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Kreuzungen sind wichtige Engpässe. Schön, setz Verstärkung ein, um die Creeps aufzuhalten. Ah. Ah. Aha. Okay. Kann ich die... Kann ich. Mach mal so, dass die hoffentlich irgendwie inspiriert, damit wir da richtig sicken, geilen Kampfesmut haben. So, das haben wir jetzt zwei Bunker, links, rechts. Die halten die Gegner dann mal ein bisschen auf. Ah, die heilt scheinbar. Wie man hier sieht. Und dann werde ich jetzt hier mal... Da habe ich zwei Lasertürme. Keine Ahnung, was mache ich noch? Selbst die kleinen Schilde. Die jeder Schilde oder was? Boah, Geld, ich brauche Energie. Energie! Energy! So, Laser. Ich kann noch wieder starten. Ey, ich vergesse das immer. Ich sehe das, übersehe das immer. Sind die jetzt insgesamt oder sind die nur für diese Karte? Das ist natürlich jetzt eine. Gute Frage. Was? Probiere unsere patentierten Fusionszellen. Und was genau machen die? Upgraden wir mal die äußeren. Was ist das denn? Das. Und das für ein Symbol. Was macht denn das? Da kann ich damit irgendwie besonders tiefes legen. Verstehe ich. Ey, das verstehe ich nicht. So, Leute, dann würde ich sagen, Victory. 3 Sterne mit 5500 Gold wieder. Ey! So, fortfahren. Gut. Was los, Leute? Was los? Verbleibende Zeit, 2 Stunden Neustarter-Paket. 6 für 6,50 Euro. Das ist... Oh, geil, geil, geil! Nee, das war... So, Leute. Ich werde dann aber als erstes mal hier die Aufnahme beenden. Werde das mal alles mal gucken, wie das aussieht. Und mal gucken, ob ich das vielleicht fixen kann, dass das mal nicht so ruckelt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder. Bye, bye, Alien Creeps. Tschüss.